Hi Leute und willkommen bei 24 Games for Christmas! Im heutigen Video wird Dauntless, ein Monster Hunter Free-to-Play von mir, präsentiert. Gut Leute, habt dann mal nach einem gefühlten Jahrhundert einen Server gefunden? Genau genommen passend zu Weihnachten eine Winterkarte mit einem Wintergegner, also genau genommen mit einem Eisgegner. So, den wir jetzt nur noch finden müssen, jagen müssen, besiegen müssen. Gut, die anderen laufen mir auch geradewegs hinterher. Lauf dann einfach mal geradeaus und dann gucken wir mal, wo Krampus denn lauert. Ach, da vorne ist er. Sind die alle hinter mir? Ah, die gehen da lang. Moment, ich aktiviere mal kurz die Flare. Huhu, Onkel Krampus ist wieder da. Mal gucken, was er denn so drauf hat. Ich habe auch monatelang kein Dauntless mehr gezockt. Was daran liegt, dass die Server irgendwie total, naja, wie soll man das nennen, leergefegt sind. Am Anfang war das noch total gehypt. Der Free-to-Play-Titel war mega viel los hier. Teilweise bis zu 100.000 waren zur selben Zeit online. Aber jetzt ist hier irgendwie mittlerweile tote Hose. Aber Dauntless gehört immerhin noch zu meinen Lieblingsgames 2019. Und ich hoffe doch sehr, dass hier noch regelmäßig neuer Content online geht. Also neue Erweiterungen, neue Maps, neue Gegner und so weiter. Und wir müssen jetzt erstmal diesen bösen Onkel Krampus besiegen. Ui, ich werde hier auch platt getrampelt. Ich erzähle und achte überhaupt nicht auf den Gegner. Moment, mal kurzes Leben hier generieren. So, was sind das denn hier für Fliegedämonen? Gute Nacht. Sollen wir noch eine Granate hinterher werfen? Feuergranate, also Brandgranate, ja, können wir machen. Ah, ich hab, Moment, nur Hälfte von Leben. Ich gehe nochmal kurz mein Leben generieren. Und danach gehen wir auch sofort wieder auf Angriff. Moment, wird das jetzt hier aufgefüllt? Na, nur zum kleinen Teil. Da gut, dann nehme ich halt meinen Heiltrank. Dann ebenso. Was macht der denn nun? Jetzt ist er weg. Krampus, wohin mit dir? Hm? Komm zurück! Apropos Krampus, es gibt da so einen coolen Weihnachtsfilm, der heißt auch Krampus. Der ist mega gut, ja. Wobei, da muss man auch drauf achten, auf den Titel. Es gibt mehrere Weihnachtsfilme mit dem Namen Krampus. Es gibt da so einen ganz besonderen Film, der sehr, sehr gut ist mit dem Namen. Alle anderen sind miserabel gemacht. Also, ich müsste da mal nachgucken und könnte den Film ja unter den Kommentaren verlinken. Abgesehen jetzt vom Thema Krampus, ich habe auf jeden Fall wieder Bock gehabt auf Dauntless. Und mal gucken, was es hier so für ein Weihnachts-Winter-DLC geben wird. So, Moment, gehen wir wieder auf Angriff hier. Krampus, na, was ist denn los mit dir heute? Bist du langsam unterwegs, ha? Zu viel Glühwein getrunken? Was machen denn die anderen? Machen die überhaupt irgendwas? Ja, die sind alle bei mir, oder? Ach, die kämpfen gegen diese fliegenden Dämonen. Egal, ich mache hier weiter mit Krampus. Hui. Leben generieren. Ja, ich würde sagen, ich warte damit noch ab. Ich könnte ja da vorne beim Balken Leben generieren. Ich habe nur noch 3 Heiltränke. Oder ich hau erstmal noch eine Brandgranate raus. So, Leben generieren. Ui. Jetzt nochmal voll drauf. Was ist denn los mit denen? Der hat ja gerade mal. Ist gerade mal auf 22%, ey. Der Onkel Krampus. Ist ein bisschen lahm heute. Und anhand seiner roten Farbe zu urteilen, hat er wohl doch zu viel Glühwein getrunken. Er ist ein bisschen rot angelaufen, ne? Jetzt hat er 24%. Och, ist er noch nicht mal annähernd wütend. Ja, jetzt ein bisschen mehr wütender geworden und... Oh, oh, oh. Mal kurz an Seite.
Weg da! Aus dem Weg! Oh, keine Ausdauer. Ah, was mache ich denn hier? Ah, Heiltrank. Okay. Ah, was könnte ich werfen? Brandgranate? Nein. Moment. Das sind mir jetzt aber zu viele Dämonen hier. Ich mach die erstmal platt, bevor wir mit Krampus weitermachen. Zacke! Und ich habe jetzt aktuell wieder meine Lieblingswaffe, die Amberkling, mit dabei. Moment, ich werfe das hier mal kurz. Mal gucken, ob das ein bisschen... Ah, das hat jetzt überhaupt nichts gebracht, weil der noch so ein bisschen eingefroren ist. Das hat null gebracht. Egal. Wir prügeln weiter auf ihn ein mit meinen Amberklingen. Das ist jetzt aktuell meine beste Brandwaffe. Habe auch noch die Frostrüstung gerade aktiv. Also diese Federrüstung von der Eule. Okay, na, er liegt, oder? Ah, er hat sich beinahe hingelegt. Wäre beinahe betäubt gewesen. Wo sind denn die anderen? Kommt her, Leute. Macht da mal mit. Brandgranate hinterher. Jetzt hat er 32%. Oh, der ist noch nicht mal annähernd wütend. Ich mache hier irgendwie alles alleine, habe ich das Gefühl. Hui. Das Gefühl, der will abhauen, oder? Will der wegfliegen? Hier geblieben, Krampus. Huh, jetzt ist er wütend. Jetzt ist jemand wütend geworden. Oh, das ist gerade inaktiv. Was machen wir denn? Ich könnte jetzt noch einen Heiltrank verwenden oder wir laufen einfach so weiter und hoffen auf das Beste. Ich würde sagen, wir hoffen auf das Beste. Ich muss sowieso mal kurz abwarten und meine Ausdauer generieren. Andere machen mir hier irgendwie zu wenig. Also die gehen zu selten auf direkten Angriff. Und ich bin jetzt jeden Moment down. Ich hoffe, dass mir dann die Teamkollegen zur Hilfe eilen. Weil ich habe jetzt irgendwie gerade keine Lust, einen Heiltrank einzusetzen. Ich warte jetzt also mal kurz auf eine Wiederbelebung. Könnte das auch selber vornehmen, aber das macht ja gar keinen Sinn, die jetzt sinnlos zu verwenden, wenn wir nur drei davon im Inventar haben. Und Krampus ist weg. Ja, Krampus ist abgehauen. Alles klar, dann gehen wir mal auf die Suche nach Onkel Krampus. Weiter zur zweiten Runde. Na, wo könnte er denn sein? Ich denke mal da irgendwo hinter der Klippe. Ich vermute auf der linken Seite oder genau vor uns. Wo könnte er sein? Gucken wir mal hier nach unten. Ach, da ist er. Okay, Moment. Kurz Flare aktivieren. Damit die anderen wissen, wo es lang geht. Was macht denn der da vorne? Ist der AFK irgendwie gerade auf Toilette oder so? Huhu, Kollege da hinten. Ich werfe nochmal eine Flare. Moment, wo ist der andere? Da unten? Was macht denn der? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt alles zu zweit erledigen müssen. Egal, ich hopp's mal runter hier. Ich habe noch eine Brandgranate. Die behalte ich für den Anfang. Und ich werde mal ganz kurz mein Leben generieren. So. Och, die Dämonen sind wieder da. Oh nein. Egal, wieder auf Angriff. Ui. Moment, ich habe noch ein Boll-Elixier dabei. Damit kann ich noch warten, weil Krampus ist gerade mal auf 20%. Eine Brandgranate. Zwei Heil-Elixiere. Ja, ich warte noch mit den... mit den Tränken auf jeden Fall. Moment, und dann können wir alles in Ruhe einsetzen. Moment, sind alle da? Alle Teamkollegen? Moment, einer, zwei? Okay, alle da. Gehen wir mal kurz hier. Siegen. So, Brandgranate einsetzen. Na, ah, die hat er mit seinem Hinterteil abgewehrt. Und ich brauche mal wieder Leben. Moment, kurz Leben auffüllen. Ich muss mal werfen. Und wieder voll auf Angriff. Bei Onkel Krampus.
Was machen denn die anderen? Moment, ach, der eine hat die Pistole ausgewählt. Was hat denn der andere für eine Waffe? Da muss ich jetzt mal drauf achten. Ach, die haben beide die Pistole. Deswegen können die auch nicht auf Nahkampf gehen. Okay, das fällt mir jetzt erst auf. Gut, die müssen ja aus der Ferne feuern. Das macht ja auch irgendwo Sinn. Aber bei Onkel Krampus wäre es besser gewesen, wenn ja wenigstens noch jemand außer mir dabei gewesen wäre, der auch auf Nahkampf geht, ja. Das wäre besser gewesen. Er ist eingefroren. Ah, genau jetzt wäre der passende Moment für eine Brandgranate gewesen. Hab aber leider keine mehr dabei. Ah, Moment, Boll-Elixier mal kurz verwenden. Okay, weiter am Text. Ah, wieso bist du eingefroren? Komm. Ah, nur noch eine Heilung. Ah, ich muss mal kurz an Seite gehen und mein Leben generieren. Ausdauer ist sowieso leer. Ach, geht da mal weg. Egal, dann mache ich das eben mit dem Heiltrank. Ist ja immer noch eingefroren. Was ist los mit dir? So kalt ist das doch nicht draußen. Obwohl, draußen ist es aktuell sehr, sehr nebelig. Wir haben auch Minusgrade. Minus 2 Grad haben wir jetzt aktuell bei uns. Das geht dann auch bei Krampus hinüber. Alle Elixiere, alle Granaten sind leer, bis auf eine. Uiuiui, Moment. Mayday, Mayday. Frau in Not, Achtung. Ich muss hier weg. Kleines Problem. Krampus ist auf 36%. Lass ihn mal kurz werfen. Ja, das hat überhaupt nichts gebracht hier. Egal, ich muss jetzt mal auf Angriff gehen hier. Wir müssen ihn jetzt mal zu Fall bringen. Jetzt mal Feierabend hier. Ich würde auch mal ganz gerne jetzt nach der Aufnahme einen Glühwein trinken gehen. Ah, er lag fast. Fast. Komm, müssen alle draufhauen. Oder drauf feuern, besser gesagt. Ist er platt? Haben wir ihn? Wir haben ihn, oder? Wir haben Krampus besiegt. Juhu. Das ging ja flotter als erwartet. Dein Rang A, Team Rang S+. Hm, alles klar. Beute. Mhm, alles klar. Was haben wir denn hier? Kettenklingen. Ah, bisschen aufgelevelt. Na gut, Leute. Das war's dann hier mit dem Kampf gegen Onkel Krampus. Hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses 24 Games for Christmas Video gefallen hat. Und werde auch überlegen, oder habe bereits überlegt, Dauntless wieder weiter als normales Let's Play aufzunehmen. Denn hatte ja in der Vergangenheit sehr, sehr viele Folgen dazu aufgenommen. Und das sollte auch demnächst mal wieder weiterlaufen. Ich denke dann aber erst im Januar. Und wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr mir das gerne kommentieren. Und würde dann einfach mal sagen, dass wir uns im nächsten Video wieder hören. Also, bis dann, Leute!